werden persönlich und elektronisch. Wir sind die Präsenzphase stärker. Das Web ist ja schon eine harte Nummer, wenn es darauf ankommt, irgendwelche Businessmodelle zu ruinieren. Zu meinen Zeiten haben CDs noch 36 DM 95 gekostet, also umgerechnet heute 36,95 €. Und heute kriegen Sie eben einen Monat lang Musik, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für 4,95 € im Abo. Das hat das Web gemacht. Natürlich, Buchläden haben es schwer. Reisebüros sieht man kaum noch. Auch das hat das Web gemacht. Und vor 2 Jahren ging der große Hype los, wird das Web nun endlich, in Anführungszeichen, endlich auch die Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten beseitigen, abräumen. Wahnsinnsinvestitionsmittel, zig Millionen in den USA, die Titelseiten der Zeitungen vor 2 Jahren. Offensichtlich ist es nicht ganz so gekommen. Ich möchte ein bisschen erzählen, warum es nicht ganz so gekommen ist, was problematisch ist, wo es Möglichkeiten gibt, wo es keine Möglichkeiten gibt, wo die Präsenzphase plötzlich reinkommt. Darum soll es gehen. Aber ganz kurz die Geschichte der MOOCs, dieser massiven offenen Online-Kurse. Warum die nicht wirklich Bildung für alle realisiert haben, das stößt auf unser wesentliches Problemband. Warum braucht man eigentlich eine Präsenzphase? Kurz was zum Geschäftsmodell dahinter überhaupt, die Plattform, was geht da eigentlich gerade ab? Möchte ich einschieben, weil es da insbesondere um Weiterbildung geht und wir gerade gesehen haben, das ist ja ein dickes Thema. Dann zur Didaktik des Ganzen und ganz zum Schluss das, was mich mehr und mehr umtreibt. Worum geht es eigentlich? Geht es um Stoff? Geht es um ganz andere Geschichten? Was wollen wir eigentlich wie lehren und was soll wie gelernt werden? Die kurze Geschichte der MOOCs, die massiven offenen Online-Kurse. Also Kurse, die massiv sind, 1000, 10.000, 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, offen sind in dem Sinne, dass man kein Abitur braucht und dass man aber auch nicht zahlen muss. Das mit dem Zahlen sehen wir gleich, das ist heute nicht mehr ganz so. Online sind, schön, sie stehen im Internet und es sind Kurse, kann man auch lange darüber diskutieren. Es hat damit angefangen, dass 2008 an Herrn Downs und Siemens in Kanada so ein Seminar, ein quasi universitäres Seminar gegeben haben, an dem 2000 Leute teilgenommen haben, auf verschiedene Arten im Netz vernetzt, zusammengebunden. Das sogenannte CMOOC, der Prototyp des sogenannten CMOOC, Connectivist MOOC, weil es um Konnektivismus als Lerntheorie, seinerzeit war das noch eine Lerntheorie, ging. Das, was dann wirklich Wellen geschlagen hat, war der erste Ex-MOOC, Extension Classes, quasi eine Abendklasse, Extension, eine Veranstaltung, wie sie eben so typischerweise in den Ingenieurwissenschaften, in den Naturwissenschaften ablaufen würde, eine Vorlesung, dann zerstückelt in Videos, kleine Aufgaben dazu als Übungen, schon recht genau die 1:1 Übersetzung eines Universitäts, einer typischen Universitätsveranstaltung, dann eben hier in Stanford, künstliche Intelligenz, aber mit vielen eingestreuten Übungen, nicht 90 Minuten Vorlesung und dann gibt es vielleicht mal einen Tag später eine Übung dazu. Das hat extrem hohe Wellen geschlagen, wie man an den Zahlen sieht. Das sieht dann im Zweifelsfall so aus, dass man kleine Vorlesungsvideos hat, dass man Quizze hat, die sie in Hand gemacht, da sage ich gleich auch noch was dazu, Hand gemacht, das war sogar didaktisch besser als professionell grafisch gestaltet. Foren, auf denen ausführlich diskutiert wird und dann gibt es vielleicht, heute immer noch vielleicht, ein Zertifikat am Ende, ein Zettel, den man sich an die Wand hängen kann oder ein Zettel, den man in den Lebenslauf legen kann für die nächste Bewerbung. So sieht der X-MOOC aus. Das ist so eine Seite, wo mal gesammelt wird, was gerade läuft, was unterwegs ist, was gelaufen ist. Tausende von diesen Kursen, wir sehen Chinesisch sowieso auf Englisch, sowieso mehr Spanisch als Chinesisch, auch auf Deutsch. Den fand ich sehr interessant. Das Thema kam eben schon, dass man auch mal einfach was lernt, weil es einfach interessant ist. Nicht, weil man es unbedingt braucht, sondern weil es einfach interessant ist. Den habe ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich es interessant finde. Man sieht bei Dr. House, wie das im Fernsehen aussieht, aber wie ist es denn nun wirklich? Was kann man da lernen? Nichts, was man jetzt in der Praxis wohl brauchen würde, aber trotzdem spannend. Sowas gibt es dann eben auf Deutsch auch, nicht alles auf Englisch. Die Landschaft ist ziemlich weit aufgefächert, wie Sie sehen, das ist jetzt ungefähr nach der Landkarte angeordnet. Ich will jetzt nicht in Details reingehen. Links oben sehen Sie die alten drei, Udacity, Coursera und X, das sind die Plattformen in den USA, die solche Kurse in großem Stile anbieten. Einige in Europa, will ich nicht alle durchdiskutieren, Sie sehen, das geht wirklich
quer durch Sprachen und quer durch die Länder. Selbst in Deutschland gibt es diverse Angebote, will ich auch nicht durchdiskutieren. Was ich aber erzählen will im Nachhinein, sozusagen nachdem diese Bewegung nun seit 2 Jahren läuft und nun verebbt, im Nachhinein der reduzierte Blick, was denn eigentlich passiert ist in diesen 2 Jahren, ist losgegangen mit einer Graswurzelbewegung. Einzelne Professoren haben gesagt, oh, wir machen das mal. Wir öffnen unseren Klassenraum für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, nehmen das ganze Internet mit da rein und gucken, was passiert. Das war am Anfang die Graswurzelbewegung. Dann ist es zu einem Reputationswettbewerb geworden. Wenn Sie eine Uni sind wie Stanford, wenn Sie sich diesen Campus leisten können, dann können Sie sich auch 100 von diesen Kursen leisten und müssen sich den auch leisten, um zu zeigen, wir sind richtig toll, wir bilden die Welt, bei uns gibt es keine überfüllten Hörsäle, wir sind nicht überlastet, wir können unser Wissen verschenken. Ein Reputationswettbewerb, der zieht sich immer noch fort. Inzwischen kommen die Fachhochschulen, anfangen bei mir nach, können wir nicht mal auch was über MOOCs erfahren, wir möchten auch berühmt werden. Wenn das Thema ist, haben wir nicht durch mit dem Reputationswettbewerb. Es gibt so viele von diesen Kursen, dass es sich nicht mehr lohnt, dann auch großartig was zu veranstalten, wenn man hofft, damit berühmt zu werden. Was der Trend jetzt ist, ist, dass die Plattformen nach vorne kommen. Coursera ist das in den USA, University ist das insbesondere dann in Deutschland. Die Plattformen drängen sich nach vorn. Das ist auch gleich noch was zu Geschäftsmodellen und was das dann für die Art der Angebote bedeutet. Die Vision am Anfang war die der Bildung für alle. Das ist von meinem eigenen Move bei Udacity. Da haben sich einfach mal ein paar Dutzend Leute auf Google Maps eingetragen. Wo sind wir denn auf der Welt? Da sehen Sie, das sieht jetzt ja aus, toll, Bildung für alle. Und so wurde das dann auch verkauft von den Protagonisten. True Planet Scale Democratization of Education. Jetzt können wir die ganze Welt bilden. Alle kriegen Hochschulbildung. Für umsonst. Selbst 2013 noch. Aber man wusste eigentlich schon seinerzeit, das funktioniert nicht wirklich gut. Wer an diesen Kursen teilnimmt, hat typischerweise schon einen Universitätsabschluss, vielleicht sogar schon einen Doktortitel. Aber ohne Highschool, das ist eine heikle Geschichte. Genauso die Abbrecherzahlen, diese Kurse wurden und werden nicht so benutzt, wie sie gedacht sind. Sie werden nicht als Kurse benutzt, dass man die von A bis Z belegt und zum Schluss ein Zertifikat macht, sondern diese Kurse werden so benutzt, dass man einfach nur mal reinschnuppert und sagt, ich habe doch keine Zeit. Oder dass man sich irgendein Bestandteil rausgreift, irgendein Spezialthema, was einen interessiert, das guckt man sich an und dann lässt man es auch wieder sein. Also diese Kurse werden von den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gar nicht als Kurse benutzt, die hören irgendwann zwischendurch auch wieder auf. Ziemlich viele fangen ganz zu Beginn auch wieder auf. Die aktive Beteiligung an so einem Kurs ist im Verhältnis zu denen, die sich angemeldet haben, nicht wirklich groß. Das sind Tausende, das muss man natürlich klar machen, das sind immer noch Tausende, aber was dann in der Zeitung steht die Zahl, das sind die 300.000. Und die 300.000, die darf man nicht ernst nehmen, das sind Tausende. Ganz gerade frisch rausgekommen, eine Studie, eine Arbeit von edX, die zweitgrößte Plattform in den USA, aus dem Dunstkreis von edX, wo dann erstmal im Titel behauptet wird, All Cohorts Learn Equally. Alle Kohorten lernen gleichermaßen. Also da wird behauptet erstmal, das klappt ja nun doch, egal wo die Leute herkommen, sie lernen doch alle. Und dann guckt man ins Fazit, da steht denn hier sowas drin. Die Leute, die online mitmachen, das sind die, die Interesse dran haben, die bedeutend älter sind und mehr vorherige Hochschulbildung haben. Also genau wieder dasselbe Phänomen, obwohl uns dieses Paper eigentlich ganz was anderes verkaufen will. Ein Matthäus-Effekt, der sitzt einfach drinnen in diesem System. Wer hat es dem Bild gegeben, wer nicht hat es dem Bild genommen. Wer profitiert davon? Die Leute, die bereits Hochschulbildung haben, die Leute, die älter sind, Interesse haben. Insofern sind solche Geschichten hier, das ist auch von edX, eher problematisch. edX bietet jetzt auch Kurse an für Highschool-Schülerinnen und Schüler, Advanced Placement, das sind ja die Kurse, mit denen man dann am College vielleicht mal das ein oder andere Modul, würden wir jetzt so lange sagen, weglassen kann. Ich kann mir ziemlich genau vorstellen, welche Schülerinnen und Schüler sich das angucken und welche sich das nicht angucken. Matthäus-Effekt, wer hat dem Bild gegeben? Insofern ist ziemlich der Wurm in diesem Ding drin. Das hatte Sebastian Thun, der Udacity-Gründer, schon letztes Jahr ausführlich gut getan. We have a lousy product.
einfach nur diese Sache ins Internet zu stellen und sagen, friss oder stirb, ist für einen Großteil der erhofften Klientel zu schwierig. Das wird nicht funktionieren. Diese Erkenntnis hat sich auch weiter ausgebreitet. Das hier ist der Chef von der, was soll ich sagen, vom britischen Pendant sozusagen, Großbritannien-weite Plattform FutureLearn, das ist die Open University und Dunstkreis. Der sagt eben auch, we don't believe it's MOOCs that are going to transform higher education. MOOCs are one part of that overall transformation. Das hört sich schon bedeutend vorsichtiger an, als was man noch vor einem Jahr gehört hat, von wegen Planet Scale Democratization of Education. Warum das so problematisch ist, sich alleine vor den Rechner zu hängen, selbst wenn man so ein Forum hat, mit dem man mit anderen diskutieren kann, warum das so problematisch ist, ich muss überhaupt erstmal die Zeit dafür haben. Wenn ich im Beruf bin und habe meinen Job von 9 bis 17, montags bis freitags, wann mache ich denn das jetzt eigentlich? Opfere ich wirklich mein Wochenende? Oder kommt dann doch gerade irgendeine Projektarbeit rein und ich brauche vielleicht Zeit am Wochenende für die Projektarbeit oder ich muss tatsächlich mal ausschlafen am Wochenende? Wo nehme ich diese Zeit her, die ich dafür investieren müsste? Und viele Leute merken erst, nachdem sie sich angemeldet haben, wenn sie die ersten zwei, drei Sachen versuchen, Aufgaben versuchen, nachdem sie sich irgendwelche Vorlesungen da angeguckt haben, stellen sie fest, das dauert ja doch länger, das ist nicht einfach nur so zugucken. Wenn ich da echt mitmachen will, kostet das Zeit und zack, sind die draußen aus dem Kurs. Die fachlichen Grundlagen, ganz viele von diesen Kursen werben damit, man braucht nichts an Mathematik, das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, aber ganz viele werben damit, man braucht nichts an Mathematik, aber man braucht tatsächlich doch ganz andere Grundlagen, quer aus allen Fächern. Ich muss irgendwas über Betriebswirtschaftslehre wissen, ich muss irgendwas über Chemie wissen oder so, sonst kann ich nicht so einen Kurs angucken. Was ist, wenn diese Grundlagen fehlen? In den USA viel diskutiert ist das Thema Grit, der Mumm. Schafft man es, sich da durchzubeißen? Ich stoße auf irgendeinen Widerstand in so einem Kurs, eine Aufgabe, die ich nicht lösen kann. Ich habe gelernt bei meinem Kurs bei Udacity, ich habe viel zu viele von solchen Aufgaben, die man nicht gut lösen kann. Das ist total schwierig. Aufgaben, die richtig zu knacken sind, da scheitern ganz viele Leute dran. Die geben dann auf. Meistens stelle ich mal eine Frage auf dem Forum, die geben einfach auf. Diesen Mumm zu haben, das ist eine ganz dicke Geschichte. Zusammenarbeiten zu können, Fragen stellen zu können, überhaupt vielleicht sogar Fragen beantworten zu können, ist auch nicht jedem gegeben. Das sehe ich bei meinen YouTube-Videos. Was man da als Kommentare manchmal zur Kenntnis nehmen muss, ist erschreckend. Also auch die Digital Natives sind nicht unbedingt in der Lage, Fragen zu formulieren oder konstruktive Kritik zu formulieren oder sowas. Das sind ganz andere Geschichten als das, was man als Digital Native heute so kann. Selbstorganisation, wann mache ich was? Die meisten Kurse sind getaktet, das heißt, die fangen am so und so vielten an und hören am so und so vielten auf. Das heißt, ich muss mich um das Raster dieses Kurses organisieren. Die Udacity-Kurse, interessanterweise, sind nicht getaktet, meine auch nicht. Coursera fängt jetzt auch an mit Kursen, die nicht getaktet sind, dass man so Freistil dadurch kann. Aber bei diesen getakteten Kursen ist es schon schwierig. Man muss sein Leben dann drumherum organisieren. Und natürlich insgesamt, letzter Punkt, auch einen Sinn darin sehen, warum soll ich mich jetzt mit der Geschichte des antiken Griechenland beschäftigen oder warum soll ich mich mit bei meinem Kurs numerischer Lösung von Differentialgleichungen beschäftigen, wozu ist denn das überhaupt da? Wenn das in so ein Curriculum eingebettet ist, in einen normalen Studiengang, dann nimmt man das einfach mit, weil man das aufisst, was auf dem Teller ist. Aber wenn man das einfach so als einzelnes Modul da jetzt irgendwo belegen muss, ergibt das Sinn. Wahrscheinlich in ganz vielen Fällen kann man diesen Sinn nicht erkennen. Vielleicht gibt es auch gar keinen Sinn. Kurzer Exkurs zu den Plattformen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Anbieter? Wie reagieren die Anbieter auf diese Erkenntnis, dass das mit der Demokratisierung ja doch nicht so wirklich gut funktioniert? Die Anbieter gehen in Richtung Weiterbildung. Das ist die Homepage von Udacity. Stand out. Grab that promotion. Stand out by learning. Das ist eine klare Ansage in Richtung Weiterbildung. Sei du derjenige, der diesen Kurs belegt, oder diejenige, die diesen Kurs belegt, dann kriegst du die nächste Beförderung. Also eine Hilfe im Wettbewerb von Arbeitnehmer gegen Arbeitnehmer. Könnte man auch nochmal darüber diskutieren, will ich jetzt gerade nicht tun. In diese Richtung soll das gehen. Und zwar nicht mehr umsonst, sondern bezahlt. Udacity hat jetzt, was sie nennen, Nano-Degrees.
für $200 im Monat kriegt man eine Betreuung, plötzlich mit Betreuung, nicht mehr einfach nur die Sachen online ins Netz gekippt und friss oder stirb, sondern mit Betreuung, kostet dann plötzlich $200. Und man hat zum Schluss tatsächlich ein Projekt mit Betreuung gemacht, was man irgendwie ein Portfolio generieren kann für den Lebenslauf mal wieder. Jüngst haben die mal wieder Investitionen eingesammelt, 35 Millionen, unter anderem von einer gewissen Firma Bertelsmann, die nicht diese Firma Bertelsmann ist. Da steckt jetzt plötzlich die Finanzierung drin. An diesen Stellen wird investiert. Der andere Anbieter auf der Ostseite, EdX, wir sehen, das ist so klein geschrieben, dass man es gar nicht mehr lesen kann hier. $1,249 soll dieser Kurs kosten. Auch bei EdX ist plötzlich nicht mehr alles gratis. Und obendrein braucht man noch einen Bachelorabschluss und 3 Jahre Berufserfahrung. Also auch da, auf der Seite plötzlich, wird Geld verlangt. Und natürlich, da wollen die Deutschen nicht zurückstehen. Iversity, was bisher eben Massive Open Online Course war, frei, gratis, das ist jetzt plötzlich ein Audit-Track, ein Schnupper-Track. Ich kann mal reingucken, das ist gratis. Aber wenn ich ein offizielles Zertifikat haben will, dann muss ich zahlen. Und wenn ich dann auch noch eine Betreuung haben will an der RWTH, und höre und staune, wenn ich dann noch eine Betreuung haben will im Seminar an der RWTH, dann soll ich 700 € Einführungspreis zahlen. Plötzlich kostet es Geld. Da ist nicht mehr so wirklich die Rede von Demokratisierung an der Stelle. Wobei ich jetzt nicht weiß, bei den 700 €, ich denke, das ist so der übliche Marketing-Trick. Man schreibt ganz was Teures auf die Speisenkarte, dass die Leute das Vorletzte nehmen und nicht das Allerletzte nehmen. Dann sagt man sich, ne, die 180 für den, ne, das machen wir dann mal, aber die 700, ne, das ist verdammt. Vielleicht ist es so gemeint. Dann bin ich jetzt beim Geld. Ganz viel von diesem Geschäftsmodell, von den Plattformen, Coursera, Diversity und so weiter, basiert offensichtlich auf Selbstausbeutung der Lehrenden. Das hier ist ein Zitat, das kommt so harmlos rüber. Ich dachte, ich kann es nicht fassen, als ich es gelesen habe. Wenn einer so harmlos erzählt, ja, 25.000 € Finanzierung für so einen Kurs, ist ja kein Problem, weil wir arbeiten gratis. Hallo? Hat der niemanden zu ernähren zu Hause? Muss der keine Miete bezahlen? Das kann doch nicht funktionieren. Also ein Geschäftsmodell, das darauf fußt, muss irgendwo knirschen. Dasselbe höre ich, wenn ich mit Kollegen spreche, die solche Kurse anbieten, von den Tutoren. Man erwartet eben, dass diese Tutoren, die solche Kurse dann begleiten sollen, ins Forum gucken sollen, dass die Tutoren eben am Wochenende durcharbeiten. Weil das gehört sich doch so. Punkt 1. Punkt 2, wenn man sich dann anguckt, wo kommen denn in Deutschland die Mittel her? Zum Beispiel bei der TU München. Wenn die TU München sagt, oh, wir investieren mal 250.000 €, um 5 solche Kurse zu produzieren. Das sind doch irgendwie Steuermittel. Entweder ist es woanders weggenommen, wo es Steuermittel ersetzt hat, oder es sind direkt Mittel aus Steuern. Der Steuerzahler finanziert diese Kurse und die Plattformen verdienen daran, versuchen daran zu verdienen. Kann das sein? Und worauf es dann zum Schluss hinausläuft, Coursera macht es auf jeden Fall, ich denke auch Iversity arbeitet in die Richtung, worauf es hinausläuft, ist einen zweiseitigen Markt zu forcieren. Was wir von Amazon kennen. Amazon hat links die Verlage, teilweise inzwischen sogar Einzelautoren auf der linken Seite und auf der rechten Seite das zahlende Publikum, die Leute, die Bücher haben wollen. Und diese Plattformen scheinen so etwas Ähnliches anzustreben, so einen zweiseitigen Markt. Auf der linken Seite sind die Hochschulen, auf der rechten Seite sind die zahlungswilligen Studierenden, vielleicht sogar Schülerinnen und Schüler, Fortbildungswilligen. Ein zweiseitiger Markt. Was könnte das Geschäftsmodell sein, das alle anvisieren? Das führt dann insbesondere dazu, dass die Namen der Universitäten und die Namen halt auch der Fachhochschulen verblassen. Man nimmt seinen Kurs bei Coursera und Iversity, habe ich inzwischen schon häufiger gehört, dass Leute sagen, oh, ich habe da was im Internet entdeckt, Coursera, da mache ich jetzt einen Kurs. Man macht den Kurs nicht mehr an der EPFL oder an der Ludwigs-Maximilians-Universität, man macht den Kurs bei Coursera. Insofern geht diese Geschichte mit der Reputation plötzlich auch verloren. Die Identitäten der Hochschulen verblassen hinter den Plattformen. Denken Sie an Amazon. Man kauft ein Buch bei Amazon, man kauft nicht bei irgendeinem Verlag, bei Ihnen oder anderswo, man kauft das Buch bei Amazon. Das ist einem dann völlig egal, was der Verlag ist. Das ist offensichtlich, was jetzt auf Dauer angestrebt wird, so ein zweiseitiger Markt. Also von diesen 4 Kürzeln ist das 2. Kürzel inzwischen nicht mehr so ganz gültig. Man kann schnuppern,
Aber wenn es ernst wird, muss man zahlen. Das war also nichts, was auf Dauer wirklich so funktioniert hat mit dem Offenen. Was an wenigen Stellen nur funktioniert hat, dass das Offen auch was ist im Sinne, wie Linux offen ist und wie Wikipedia offen ist, offene Inhalte. Das hat an einigen wenigen Stellen funktioniert an einigen wenigen Stellen auch, zum Beispiel die TU Delft gibt Sachen unter Creative Commons frei, nicht kommerziell, genauso wie Udacity gibt Sachen nicht kommerziell unter Creative Commons frei, aber nicht wirklich CC0, sondern nur diese sehr reduzierte Version von Creative Commons. In den meisten Stellen sind diese Sachen gar nicht offen. Die liegen auf der Plattform und ich darf sie nicht anfassen. Offen in diesem Sinne war eher selten, jetzt haben wir nicht mehr offen in dem Sinne von gratis. Das geht auch weg. Die Didaktik. Eigentlich hat es mit Salman Khan angefangen. Sind wir schon wieder bei Reduktion. Grafische Reduktion. Ne? Keine schönen PowerPoint-Folien, sondern wirklich handskizziert, handgekritzelt sollte man sagen, handgekritzelte Schulmathematik. Eigentlich hat der ganze Trend mit den Ex-Books zumindest mit Salman Khan angefangen, der eben Elementarmathematik und inzwischen auch Geschichte und sogar Differentialgleichungen und Finanzmathematik oder was auch immer auf seinem Kanal erklärt, der Khan Academy. Damit hat es eigentlich angefangen. Das war auch die Inspiration für Truhn, zu sagen, wir machen das in diesem handgemachten Stile für jedermann. Keine PowerPoint-Folien für unsere künstliche Intelligenzveranstaltung, sondern so ein handgemachter Stil. Das kommt wahnsinnig an. Und amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass das auch didaktisch sinnvoll ist. Anführungszeichen, amerikanische Forscher haben herausgefunden. Solche Videos funktionieren, insbesondere wenn sie kürzer sind als 6 Minuten, immer schön Häppchen. Kann man auch wieder darüber diskutieren, ist das eigentlich Hochschule, aber gut, immer schöne Häppchen gehen. Man muss den Dozenten nicht sehen, das haben Sie gerade bei dem Screenshot von Salman Khan gesehen, da ist der Dozent nicht sichtbar. Man sieht nur ein elektronisches Tafelbild, es ist gar nicht nötig, dass man den Dozenten sieht. Vielleicht hin und wieder mal dazwischen geschnitten. Ich habe einige Experimente gemacht an meinen eigenen Videos, dass ich mich in den Hintergrund einblende und so weiter. Die habe ich alle inzwischen sein gelassen. Es ist nicht nötig, man muss den Dozenten an diesen Stellen nicht sehen. Es kann ein bisschen helfen, aber es hilft nicht viel. Und das genügt eben, das so total informell und simpel zu machen. Handgemachte Videos. Meine ganzen Veranstaltungen sind tatsächlich auf diese Weise auch handgemacht und mitgeschnitten. Das muss nicht Hochglanz-PowerPoint sein. Ganz im Gegenteil, kann Hochglanz-PowerPoint sogar abstoßend wirken. Und außerdem hat Hochglanz-PowerPoint ja auch den Nachteil, dass man alles auf einen Schlag sieht, wenn man es nicht unwahrscheinlich viel animiert. Man sieht alles auf einen Schlag, man sieht nicht wirklich jemanden denken. Man guckt ihm beim Denken zu. Insofern eine Bestätigung da inzwischen auch aus der Empirie, dass diese Art an Videos sinnvoll ist, hilfreich ist. Und das war zumindest noch ein Verdacht, den die geäußert hatten, es hilft zügig zu sprechen. Die Sprechfrequenz sozusagen, die Zahl der Wörter pro Minute scheint einen gewissen Enthusiasmus zu zeigen. Je enthusiastischer man ist, umso besser kommt das an bei den Studentinnen und Studenten. Ich zeige mal meine eigene Art von didaktischer Reduktion, dass man vielleicht nochmal eine Idee kriegt, was denn jetzt da passieren kann in diesen Videos. Insbesondere eben versuche ich Sachen im Entstehen zu zeigen. Das sind nicht fertige Formeln, die irgendwo mit PowerPoint draufklappen, sondern ich zeige, oh, es gibt vorne einen Teil Wunderkringel, es gibt einen hinteren Teil einen zackigen Kringel, der erste Teil beschreibt von mir aus die Dreckerskraft und der zweite Teil beschreibt von mir aus die Corioliskraft, was auch immer. Und dann versuche ich das auszufüllen. Von der Struktur zum Detail zum Beispiel. Das kann man im Lehrbuch nicht wirklich bringen, das sehe ich fürchterlich aus, wenn man das macht. Querverweise. Wenn Sie handschriftlich arbeiten, können Sie Querverweise wirklich mit dem Pfeil quer übers Blatt machen. Sie können auch Querverweise erzeugen, indem Sie Farben verwenden. Alles grün ist dieser Ausdruck und dann gibt dieser Ausdruck plötzlich nur noch ein grünes Quadrat und alles orange oder rote ist dieser Ausdruck und dann ist plötzlich einfach nur noch ein oranger Kringel. Gar keine extra Variablen. Variablen sind immer schwierig. Da haben wir schon wieder die Hälfte der Leute verloren, wenn man eine weitere Variable einführt. Aber wenn ich ein grünes Quadrat mache statt des grünen Ausdrucks, dann haut das noch hin. Oder einfach nur Wiederholungszeichen. Auf welche Weise auch immer. Vorletzer oder drei Punkte. Im normalen Lehrbuch ginge das nicht. Und auf PowerPoint würde ich mich auch nicht trauen, weil es sieht doch ziemlich hässlich aus. Wenn es so handgemacht ist, kommt das viel lockerer und dann kann man sich plötzlich solche Sachen leisten. Das nimmt keiner übel. Zahl statt Variable
wo die meisten Leute in der Mathematik immer schön mit A, B, C oder hier bei solchen Matrizen wie rechts oben, bei solchen Matrizen dann mit A11, A12 und so weiter rechnen und alle Studis sofort abgehängt haben, schreibe ich tatsächlich Zahlen rein und rechne erstmal mit Zahlen. Summenzeichen, das große Sigma, ist auch immer vernichtend. Am liebsten mag ich Begründungen, die ohne Formel funktionieren, einfach nur ein Bild. Der erste Binomi, einfach nur als Bild, a plus b in Klammern ins Quadrat, ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Man guckt sich nur das Bild an, etwas scharf, und sieht diese Gleichung. Die muss man nicht ausführlich herleiten, man muss nur ein Bild aufmalen. Vielleicht sogar mit Farben, dass man erkennt, was ist a, was ist b. Solche Begründungen finde ich sehr schön. Nicht das übliche in der Mathematikdefinition Satzbeweis, sondern wirklich verstehen, ein Bild entwickeln, was da abgeht eigentlich. Der Ärger ist, wenn man das alles so hübsch reduziert, erzeugt man auch massive Illusionen. Die Studentinnen und Studenten, die Schülerinnen und Schüler glauben, etwas verstanden zu haben, haben es aber gar nicht verstanden. Wenn da vorne jemand wunderbar präsentiert, aalglatt präsentiert, kommt das super an, alle glauben, sie haben was gelernt, aber sie haben gar nicht viel mehr gelernt oder nichts mehr gelernt, als bei einer schlechten Präsentation. Das ist der Star-Professor-Effekt, der Dr. Fox-Effekt. Wenn man einen trainierten Schauspieler vor Experten stellt und dieser Schauspieler die richtigen Schlagwörter erwähnt, die richtigen Buzzwords erwähnt und hin und wieder mal einen Witz macht, glauben selbst Experten, das sei ein total gebildeter Mensch, der richtig Ahnung hätte von diesem Fachgebiet. Also nicht mehr Experten kriegen das raus. Was diese Videos angeht, wahrscheinlich am schlimmsten ist das mit den Missverständnissen. Man kann mit solchen Videos Missverständnisse verfestigen. Studien von Herrn Mahler sind insbesondere über physikalische Kräfte, die immer schwer zu verstehen sind. Wie wirkt eigentlich die Schwerkraft? Sie wirkt immer Richtung Erdmittelpunkt, aber das ist schwer zu vermitteln, dass die Schwerkraft immer Richtung Erdmittelpunkt wirkt. Die Studentinnen und Studenten kommen mit falschen Vorstellungen an über Kräfte, gucken sich so ein Video an und dann fragt man sie zum Schluss, hat das jetzt verstanden? Dann sagen die, ja, wir haben es verstanden. Und dann stellt man ihnen eine Aufgabe und stellt fest, nein, sie haben es immer noch nicht verstanden. Sie glauben es nur verstanden zu haben. Derselbe Fehler wie vorher. So eine Verstehensillusion. Das ist im breiteren Bereich der Didaktikforschung eigentlich schon länger bekannt. Ich habe hier den Salomon aufgeschrieben. Television is easy and pretty tough. Das ist schon, wir sehen 1984, das ist wirklich jahrzehntelang bekannt. Wenn man sich nicht anstrengen muss, lernt man nicht so viel. Man kann Fernsehen glotzen und glaubt, was gelernt zu haben. Aber wenn man lesen muss, ist das anstrengend, dann hat man wahrscheinlich mehr gelernt, als wenn man Fernsehen geglotzt hat und das gut gefunden hat. Dasselbe von York, die Desirable Difficulties. Man muss sein Hirn zwischendurch anstrengen. Das ist im Endeffekt die Kurzfassung von York und York. Wenn ich mich nicht anstrenge, mich zu erinnern oder mir was zu überlegen, wie etwas funktioniert, wenn ich mich nicht so anstrenge, lerne ich es nicht. Es kann nicht einfach so glatt funktionieren. Das ist der Ärger mit solchen Videos insbesondere. Man setzt sich davor, als Schülerin und Schüler insbesondere, und glaubt, was gelernt zu haben. Das ist nicht der Fall. Was man also bräuchte, wären lerneffektive Schwierigkeiten. Wir nähern uns allmählich der Präsenzphase. Wie kann ich diese Sachen, damit sie nicht so sind wie Pommes frites und Coke, wie kann ich diese Sachen hinreichend bissfest machen, sozusagen, dass ich auch wirklich was davon lerne? Quizze in Inverted Classroom. Erstmal Quizze, das ist eine Plattform, die Saarbrücker Studenten bauen. Da versuchen wir Quizze einzubetten in solche Videos, ziemlich häufig, weit nach einer Minute jeweils, kommt so ein Quiz zum Mitdenken. Also nicht so eine brutale Abfrage, rechts unten sieht man so eine brutale Abfrage, wie man es typischerweise hat. Aber das meiste sind eben Quizze zum Mitdenken. Was ist der nächste Schritt oder nebenbei? Haben wir eigentlich jetzt wirklich verstanden, was der Logarithmus ist? Gerade nochmal so eine Anmerkung sozusagen. Gerade mal nebenbei gefragt, weißt du wirklich, was ein Logarithmus ist? Eingebettete Quizze versuchen wir da, um diese Illusionen unter Kontrolle zu haben. Der Ärger ist, Sie ahnen es, Matthäus-Effekt, wer macht diese Quizze? Genau die Leute, die die Quizze eigentlich nicht machen müssten. Die Leute, die Probleme haben, mit Videos zu lernen, die machen auch diese Quizze typischerweise nicht. Schon wieder Matthäus-Effekt in Aktion. Dann landen wir bei der Präsenz, sozusagen Last Resort. Was kann man jetzt noch tun? Okay, Präsenz. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir eben Präsenz.
Und ganz viel von der Präsenz ist, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Was ist eigentlich der Witz an der Präsenzphase? Sie ist ein Ritual. Man versammelt sich, so wie man sich früher am Sonntagmorgen in der Kirche versammelt hat. Man versammelt sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und macht das jede Woche, mehrmals am Tag vielleicht sogar. Das ist anders als beim Online-Lernen. Beim Online-Lernen denken Sie vielleicht irgendwie 5 Tage vor, einen Tag vor Abgabe irgendeiner Aufgabe denken Sie oder kriegen eine Ermahnung, du hast jetzt die Aufgabe noch nicht abgegeben. Ja, das ist ungeschickt, da müssen wir jetzt ganz schnell auf diese Aufgabe irgendwie zusammenlügen. Es fehlt dieses Ritual an vielen Stellen beim Online-Lernen. Der Social Proof, mein Standardbeispiel für Social Proof ist, wenn die Leute schon Schlange stehen für das iPhone 6, dann muss das ja gut sein, also stelle ich mich auch in die Schlange. Unabhängig davon, ob das wirklich gut oder nicht gut ist, es gibt die Schlange, also stellt man sich an die Schlange. Und dasselbe passiert natürlich in der Präsenzphase. Die anderen machen mit, wenn Unterricht nicht voll schief gegangen ist, die anderen machen mit, alle versuchen, diese komischen Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu lösen, ja, mache ich mit. Wenn ich alleine vor dem Rechner sitze und soll das machen, dann finde ich das wahrscheinlich blöd. Aber wenn die anderen das mitmachen, wird es eher funktionieren. Die Wertschätzung. Ich habe mich morgens aus dem Bett gequält, bin zur Hochschule gegangen, der Dozent hat sich aus dem Bett gequält, ist zur Hochschule gegangen. Vielleicht haben wir sogar ein paar Worte miteinander gewechselt. Gegenseitige Wertschätzung. Man hat einen Aufwand betrieben. So ein Betragen in der Öffentlichkeit. Ich hätte ein paar YouTube-Kommentare mitbringen sollen. Also so ein, zweimal jede Woche gibt es YouTube-Kommentare. Da möchte man sich echt fragen, was für eine Kinderstube haben die Leute mitgekriegt. Das macht man live hoffentlich nicht. Es sei denn, die Veranstaltung ist ganz schief gegangen, aber live wird das nicht so passieren. Und das Soziale drumherum, man geht zusammen in die Cafeteria danach, man erfährt, was die anderen machen. Also das ist online schwer nachzubilden. Also es gibt ganz viele Geschichten an der Präsenz, die wir großflächig ignorieren, wenn wir reine Online-Lehre machen. Was ich versuche und seit einigen Jahren mache, nicht nur versuche, ist der Inverted Classroom, Flipped Teaching. Ich habe die Videos aus alten Jahren, ich sage meinen Studentinnen und Studenten, ihr guckt euch die Videos an, da so eine Litanei eben rechts, ihr guckt euch die Videos zu Hause an und die Veranstaltung besteht dann einfach aus Aufgaben zu diesen Videos, zu den Inhalten, die da dran waren. Der Gedanke ist, man kann sich dann so eine Erklärung 1000-mal am Computer angucken zu Hause oder in der Straßenbahn oder wo auch immer, indem es der Tarif das Handy hergibt. Und ich habe dann Zeit gewonnen, ich muss nichts frontal erklären, sondern ich kann mich tatsächlich Aufgaben widmen. Ich kann durch die Reihen gehen und gucken, ah, da schon, da die Wurzel müsste man vielleicht mal anders hinschreiben und hier müsste das Gleichheitszeichen ein Äquivalenzfall sein und hier, wie liegt das eigentlich nochmal im Logarithmus? Ich kann viel mehr reden mit den Studentinnen und Studenten, arbeiten mit ihnen, statt mich vorne hinzustellen. Das ist aber nicht unproblematisch. Das kann ich Ihnen sagen nach 4 Jahren inzwischen. Es ist ganz schön deprimierend. Weil man sieht wirklich ständig, was alles nicht geht. Wenn Sie sich vorne hinstellen, frontal was erzählen, denken Sie, oh, was habe ich heute wieder als unterrichtet. Toll, Schulterklopfen. Aber wenn Sie rumgehen und stattdessen mal gucken, was wirklich angekommen ist, ist das ätzend. Da geht die Bruchrechnung wieder nicht und hier wird die Wurzel aus einer Summe gezogen und so weiter und so fort. Und das zieht sich durch die Semester, im 5. Semester Proportionalität total heikel. Das ist das, was ich mit Dreisatz dann auch meine, dass man als Ingenieur wirklich Dreisatz beherrschen muss. Das geht dann auch im 5. Semester nicht unbedingt, das mit dem Dreisatz, wenn er nicht ernst plötzlich anzuwenden ist. Das kann einen verdammt runterziehen. Und das muss ich gestehen, zieht auch einige Studentinnen und Studenten runter. Wenn man dann tatsächlich immer wieder drauf gestoßen wird, das geht nicht, das geht nicht. Ist eine heikle Geschichte. Also an der Stelle kann es ein bisschen schief gehen, habe ich jetzt über die Jahre gelernt. Was auch schief gehen kann, ist, dass man auch einmal die Videos anguckt zu Hause. Das muss man in der allerersten Veranstaltung einstieren. Auch das habe ich jetzt inzwischen erlebt, indem wir die Videos anderswo dann auch nutzen. Das Problem ist, sobald man anfängt zu erklären, die Studentinnen und Studenten kommen in die erste Veranstaltung und jetzt glauben sie als Lehrende, jetzt muss ich denen doch was erklären, dann ist es vorbei. Dann ist das einfach gegessen, das Thema, da guckt niemals jemand wieder diese Videos. Die einzige Chance, das hinzukriegen, ist, dass man in der ersten Veranstaltung sagt, so, sie haben sich ja vorbereitet, Big Grin, hier sind die Aufgaben.
Und dann wird nicht erklärt, schlicht und ergreifend. Das ist die einzige Chance, wie man das überleben kann. Man muss die Damen und Herren dazu zwingen, vorher zu arbeiten. Sobald sie erklären, haben sie verloren. Ein wichtiger Punkt, weil es ist dann auch für alle Jahrgänge danach sozusagen kaputt. Eine Geschichte. Also der Gedanke bei Inverted Classroom ist, man hat zumindest die Begriffe schon mal vorher gehört, wie gesagt, Lernillusionen, man hat sie wirklich verstanden. Man glaubt vielleicht was verstanden zu haben, aber leider nicht. Man hat immerhin die Begriffe schon mal gehört. Man hat diesen Stapel an Videos als Nachschlagewerk, das kommt auch dann eben sehr gut zur Prüfungsvorbereitung. Viele Leute gucken sich dann mal alle Videos an vor der Klausur im doppelten Tempo. Mache ich selber auch, wenn ich irgendein Video gucken will, erwische ich mich, dass ich inzwischen auch tatsächlich auf doppelte Geschwindigkeit schalte. Man kann es mitkriegen und es dauert dann eben nur halb so lang. Und das Thema haben wir eben schon, Stoffreduktion, Stofffülle. Ich glaube, ganz vielen Lehrenden fällt ein Stein vom Herzen, wenn sie einfach sagen können, der Stoff ist ja abgehakt. Der Stoff steht auf der Lernplattform. Das ist zwar didaktisch ein absoluter Wahnsinn, das so zu argumentieren, aber vielleicht kommen wir damit endlich von der Stofffülle weg, dass sie sagen, ja, da steht das doch. Wenn ihr es wissen wollt, da steht das alles. Und in der Veranstaltung gucken wir uns jetzt einzelne Sachen an, die ich für wichtig halte. Dann sind alle zufrieden. Der Modulbeschreibung ist Genüge getan, der Stoff war dran, die Kollegen können auch nicht meckern, sie können etwas. Als Lehrer da kann man immer sagen, ja, guck doch, da haben wir ein Video, war dran. Und mit den Studentinnen und Studenten kann ich was Ordentliches machen. Kann ich mich auf Ausschnitte beschränken und die vernünftig, gründlich machen. Ein Trend, den man sieht, ist, die MOOCs zu benutzen, also nicht eigene Videos zu machen, sondern zu sagen, okay, man nimmt so ein MOOC mit den ganzen Quizzes drin und Foren drin und so weiter. Und wenn man dann wirklich 10.000 Leute in so einem MOOC hat, ist das schön, dass auf dem Forum auch wirklich was passiert. Wenn Sie nur 100 Leute haben in der Veranstaltung, dann ist das Forum tot. Aber wenn Sie 10.000 haben, eine englischsprachige Veranstaltung im Zweifelsfall, dann lebt was im Forum und werden Fragen beantwortet. Diese Verbindung macht Sinn. MOOC für Inverted Classroom, die wird an einigen Stellen ausprobiert, hier zum Beispiel Caltech. Was wir noch ausprobiert hatten jetzt, jüngst im Brückenkurs, ist Mastery Learning. Wir machen sowas ähnliches wie MOOC, aber mit echten Tutoren und Tutorinnen, die Prüfungen abnehmen. Die Studentinnen und Studenten kriegen so einen Laufzettel und müssen dann jeden einzelnen Punkt abhaken lassen von einem Tutor, dass sie das auch wirklich können. Was man auch mit Quizzen online machen könnte, nur diese Quizze macht ja online keiner, so funktioniert es etwas besser, indem man wirklich einen Menschen hat, der auch vernünftige Hinweise dann gibt, statt dem Computer, der nur sagt, falsch. Der Mensch kann Hinweise geben. So, zum Abschluss. Worum soll es jetzt eigentlich gehen? Das wird mir mehr und mehr klar. Worum soll es jetzt eigentlich gehen? PowerPoint-Folien vorzulesen, das ist eben wenig Bildung. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Diese Videoschnipsel und die Quizze, die sind verdammt weichgespült. Das ist schon zu einfach, stelle ich mehr und mehr fest. Und wenn man dann auch hingeht und Learning Analytics macht, also guckt, oh, dieses Quiz, ah, das war schwierig, das muss man ein bisschen einfacher machen und das nächste Video müssen wir zerteilen, jetzt Learning Analytics machen, wirklich gucken, was machen die Leute, wie lange gucken sie das Video, was antworten sie bei dem Quiz und so weiter und so weiter und dann versuchen zu optimieren, dann machen sie eigentlich Körning-Pädagogik, Körning-Pädagogik, das Spiel mit den dicken Metallkugeln, die man übers Eis steuert. Und da wird ja vor der Metallkugel immer schön geputzt, dass die auch schön geradlinig fliegt. Im Prinzip machen wir das dann. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Wir versuchen, das zu beseitigen, was die in Anführungszeichen Nachteile der klassischen Universität war. Mal zwei Pflichtfächer auf denselben Termin gelegt, die Leute sowieso nicht zu erreichen. Mit dem Prof muss ich gar nicht reden, weil kann ich sowieso nicht erreichen. Was hat man daran alles gelernt? Wir sind sowas von auf den Stoff fixiert. Jetzt müssen unbedingt die Differentialgleichungen von A bis Z gelernt werden. Wir sind sowas von auf den Stoff fixiert, dass wir aus dem Blick verlieren, was man eigentlich können müsste. Diese ganzen Sozialkompetenzen, diese Selbstorganisation. Wie gehe ich denn jetzt damit um, dass zwei Veranstaltungen auf denselben Termin liegen? Das hat man früher lernen können. Man hat es gelernt, weil natürlich alle Leute faul waren und nicht darauf geachtet haben, dass es so eine Kollision gibt. Aber man hat das daran gelernt. Das nehmen wir weg. Andere Sachen, die man plötzlich bewerten könnte. Ein Dozent aus China, der sagt, hier wäre 3000 positive Bewertungen auf Dauer, und der muss meine Seminare nicht mehr belegen. Wer hat das denn statt Prüfungsleistung? Man muss einfach nur nachweisen, dass man sonst so viele positive Bewertungen hat. Oder auch weg von dem normalen Stoff, wenn die Tufts University sagt, wir geben euch ein Stipendium, dann geht er ein Jahr irgendwo hin und rettet die Welt. In dem einen Jahr werden nicht Differentialgleichungen genannt, man geht in die Welt und lernt sowas. Das ist plötzlich weg vom Stoff. Ein interessanter Trend, finde ich.
je mehr ich darüber nachdenke, das, was wir so offerieren an eingetüteten Bildungsangeboten, formalen Bildungsangeboten, das erinnert mich an die Kiste Wasser. Irgendwie fühlt man sich schlecht dabei, wenn man das Wasser aus dem Wasserhahn nimmt. Das ist doch nicht gut, das Wasser aus dem Wasserhahn. Man muss das Wasser immer in Kisten kaufen, schleppen und so weiter. Das ist eigentlich, was die ganze Zeit passiert. Die Bildung, wie sie verkauft wird, das ist Wasser in Kisten. Und dabei steht der ganze Kram im Internet umsonst, bis auf die Sache, mit denen man wirklich Geld verdient. Also Steuerrecht zum Beispiel, da finden Sie nicht allzu viel, aber alles andere finden Sie gratis im Internet. Das ist wie das Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist praktisch gratis. Warum müssen wir das Wasser in Flaschen nehmen? Warum trinken wir nicht aus dem Wasserhahn? Finde ich spannend. Ist das eine Mentalität ebenso wie bei dem Wasser? Man darf nicht aus dem Wasserhahn trinken? Letzter Punkt, ein Geschäftsmodell. Das ging ja in den vergangenen Wochen durch die Presse. Uber, sprechen Sie sich wohl selber aus, der Taxivermittlungsdienst, dass man Privatpersonen als Taxifahrer vermittelt. Sowas könnte auch bei der Bildung passieren. Nicht nur bei den Taxis, dass nicht nur die berufsmäßigen Taxifahrer auf diese Weise arbeitslos werden. Warum sollte sowas nicht bei der Bildung passieren, dass Privatpersonen, sozusagen Privatdozenten übertragen, sind, vermittelt werden, von Privat nach Privat, so wie man jetzt in Anführungszeichen Taxifahrten von Privat nach Privat vermittelt. Also es könnte sein, dass das ganze Organisatorische, auf dem unser System großflächig beruht, dass das ganze Organisatorische auf tönernen Füßen steht und durch das Web hinweggefegt wird. Das sollte man sich klar machen. Dankeschön.